Ihr seid nicht ganz up to date, liebe Leute. Aua. So, das war's. Ach, noch ein Dorf gerettet und wieder aufgebaut. Ich bin ein Held, der jedem gefällt. Bis auf denen, die zerstören wollen, diese Welt. Ha, das reimt sich ja schon wieder. Hammer. Toll. Ich habe Tür geöffnet. Der Shit. Nanu, Fragezeichen hast du im Kopf? Hat du was gesehen? Keinen Zweifel, dass du das Vertrauen und die Unterstützung dieses Dorfes... Ja, okay. ...hat immer ein offenes Ohr. Du hast gute Arbeit geleistet. Zeig mal her. Vielleicht könnte ich mir echt überlegen mal... Ah, nee, komm, ich hab immer kein Geld. Das lohnt sich nicht. Ja, Level up. Ich hab da etwas ge... Tatsache. Ich hab richtig gesehen. Jetzt tauchen die einfach random irgendwo auf und dann habe ich alle meine Fähigkeiten mit meinem Roboter, richtig? Ich hatte 4 Fähigkeiten ursprünglich, das ist jetzt schon der 3. Innerhalb kürzester Zeit und vorher habe ich die gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, was die getriggert hat, aber die kommen jetzt offenbar einfach so. Und ich glaube, ich muss die auch nicht wirklich auf der Welt suchen, die spawnen wahrscheinlich zufällig irgendwie in meiner Nähe. Finde ich aber völlig in Ordnung. Aber die Frage ist halt eben noch, ob ich meinen Roboter auch verbessern kann. Wie gesagt, das Heilungsding ist, ob da der Cooldown vielleicht weniger wird, ob ich mehr heilen kann, ob die Geschütze mehr Schaden machen und so weiter und so fort. Wenn du deine Augen fest genug vor der Realität verschließt, öffnet sich dein Geist alten Erinnerungen. Escape. Dies ist eine Art, sich zu vergessen. Alter, hat er viel Schaden gemacht. Aua. Hau mal zu, bitte. Warum haut er nicht zu? Mein Haut nicht. Aua. Jetzt endlich mal. Das versage ich aber volle Kanne hier. Oh, das wird schwierig. Das ist Level 16 bloß, trotzdem verliere ich hier volle Kanne. Au. Wenn eine ungewollte Erinnerung hochkommt, ist es eine natürliche Reaktion. Ja. Ich will sie nicht unterdrücken. Verdammt, da war ich ja gerade richtig schlecht. Aber der hat auch, ich drückte rechte Maustaste, die hat nicht wirklich angegriffen gerade. Das gefiel mir natürlich nicht wirklich. Muss ich nochmal versuchen? Aber vielleicht, ich meine, gut, was ich jetzt machen kann, ist höchstens Nahkampf. Hallo, wie lange lädt ich denn gerade? Nahkampf jetzt im Level-Up hochskillen oder eben wieder. Der Rest bringt man für den Kampf natürlich gar nichts. Wenn es überhaupt darauf einwirkt, das ist ja so ein Spezial-Ding, wo das gar kein... Ich weiß jetzt gar nichts gerade im Ladebildschirm. Wo gar nichts einwirkt, weil ich eben auch in der Vergangenheit kämpfe und entsprechend nicht meinen aktuellen Charakter in dem Sinne nutzen kann. Aber der Ladebildschirm, der macht mich gerade fertig. Ich überlege fast schon, das Spiel neu zu starten. Passiert hier noch was? Ja. Ah ja, allerdings besteht kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Der Typ ist weg. Hä? Ich kann trotzdem was freischalten? Okay. Mach ich das. Ich habe mich schon gefragt, wann du dich daran erinnerst. Also ich muss doch nicht mehr gewinnen, diesen Kampf ist ja auch ulkig. Andererseits meint er gerade, das beeinflusst meine Gegenwart, also vielleicht hat Gewinnen oder Verlieren auch noch gewisse Auswirkungen auf die Story oder auf meine Charakterentwicklung, ich habe keine Ahnung. Zumindest kann ich so oder so offenbar meinen Roboter verbessern, also was soll's. Ja. Ja, doch, hier geht's, sehr schön. Das wollte ich haben. Ich hatte zwar erst gesagt, ich hätte ganz gerne zuerst den Stärkeboost dazu, aber so ist es auch in Ordnung. Ich glaube, so relevant ist der für mich nicht, weil ich ihn doch eher selten nutzen würde. Ich kenne mich ja. Ich kenne mich echt gut. Whoop. Hui. Ja, ist ganz nett. Jetzt fliege ich nicht mehr ganz dort auf die Schnauze. Ist auch nicht verkehrt, ne? Der Tag ist der Beginn des Wartens auf die Nacht. So, ich muss hier noch Dinge finden. Hier war gerade was Goldenes. Hallo. Tatama. Okay. Ich überspringe jetzt ein bisschen gerade, weil es nicht so relevant vorkommt. Halt ihn lieber jetzt auf, damit sich die Welt mit dem Sterben schön Zeit lassen kann. Genau. Yep. Keine Ahnung, okay. Bumbaball. Okay. Oh, noch eine Nebenquest, Zum Weglaufen ist es zu spät. Ja, ist okay. Der Bomberball, Freund. Oh, meine Güte. Tierlich schon, oder? Sagt, für dich gibt es danke, aber nein, danke. Ich brauche noch 2 Leute hier. Wo mögen die sein? Da fahre ich drauf rein. Das ist bloß eine Tür, da mache ich nichts.
Oh, warte. Hier ist einer. Hallo. Bietet dir außergewöhnliche Preise. Habe ich ihn jetzt? Habe ich ihn jetzt? Ist auch gut. Nee, nichts passiert. Manu. Guck mal da. Schön. Hei, hei, hei. Ja. Aber auch ulkig. Am letzten Mal, als ich Holz liefern sollte, musste ich ja wirklich Holz liefern. Hier musste ich bloß Holz sägen. Ist auch keiner. Ach, die Einbildung habe ich ja nicht mehr. Jetzt, wo steht diesen noch finden? Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich das überhaupt noch machen muss. Behauptet Wiss ist der größte Tüftler in der Gegend. Kann sein. Du solltest wirklich zu ihm gehen. Ja, doch. Hier ist nichts weiter an Leuten. Auf den Ballon können wir nochmal rauf. Aber sonst nicht. Hier kann der weitere Händler laut nichts. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Nimm den Tag in dich auf. Achso, aber zum Herstellen. Ja, gut. Ja, hätte ich mehr, könnte ich mehr. Habe ich nicht, ist nicht. Ich könnte natürlich wieder 1000 Dinge zerlegen. Das ging ja auch noch. Nicht abrutschen. Ach so, ach so, das wollte ich. Ach, okay. Na gut, fein. Ich weiß noch immer nicht genau, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob ich es so mache oder. Weil ich kann ja die auch on the fly modifizieren, oder? Ja, ich kann die besser machen. Juhu, das ist nicht mal teuer. Ich meine, das ist nur ein Rüstungspunkt jeweils. Aber es ginge theoretisch. Was haben wir hier Schönes? Zwei Rüstungspunkte. Boah, mach mal, der ist richtig teuer. Der ist viel billiger. Aber was macht beides? Zwei Punkte dazu. Ich nehme mal den aus Spaß und Freude. Ich hab's ja gerade. Yay. Jetzt beides gleich teuer. Aber jetzt macht das nur noch einen Punkt. Das ist immer noch zwei Punkte. Ist ja schon ulkig irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob Rüstung tatsächlich Schaden reduziert oder so wie jetzt zum Beispiel in Diablo 2. Oh, das ist ziemlich gut hier. Okay, keine Kinergie mehr so groß, aber. Oh. Ich spare darauf, würde ich sagen. Das ist ja geil. Das ist richtig gut. Das ist der Hammer. Oh. Bis dahin nehme ich den da. Zack. Der ist ja gut. Das ist ja richtig Hammer. Wieso habe ich den vorher drin gehabt? Der ist ja schrecklich. Ein Crit-Schaden. Nee, hat er gar nicht gehabt. Hä, doch. Doch, hat er. Der hat doch einen Crit dazu. Und jetzt einfach, der ist ja allround gut. Hammer, gut. Wie dem auch sei, was habe ich? Ach so. Weil der da ausgerüstet war. Voll gut. Ja, Hammer. Mega mäßig. Ja, nehmen wir den, weil. Ich glaube, mir ist die Gesundheit doch ein bisschen wichtiger gerade als das bisschen Kinaki. Passt schon. Hä? Das ist. Hä? Das ist doch ein anderes, was ich darauf mache. Was soll denn das? Moment. Kann ich doch eins von beiden ausrüsten? Irgendwas stimmt doch hier gerade nicht. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Ausrüsten? Danke. So. Jetzt habe ich links und rechts was, ja? Okay. Kurios. Hier was neu. Sieht edel aus, fühlt sich nur nicht so edel an. Okay, es hat massiv Resistenzen. Bomberjacke, naja. Er hat gute Rüstung und gute Gesundheit, aber der Rest ist halt, naja. Der Rest ist, naja. Oh, sieht. Oh, Crit-Chance 3. Auch gute Resistenzen. Insgesamt mehr als das hier. Kritschung ist auch nach oben, Rüstung ist hoch. Gut, meine Gesundheit kann ich verschmerzen, wenn die Rüstung eben, wie ich gerade sagen wollte, den Schaden reduziert, aber wenn es halt auch so eine Mechanik wie in Diablo 2 ist, was ich schon fast verdrängt hatte damals, aber inzwischen aber jetzt wieder weiß, weil ich sie ja aktuell spiele, Diablo 2 Resurrected, da ist die Rüstung bloß dafür da, dass Gegner ein wenig gut treffen können und es reduziert nicht den Schaden wie in Diablo 3.
Da ist Rüstung dafür da, auch unter anderem den allgemeinen Schaden komplett zu reduzieren. Aber 3 Crit-Chance ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Okay, ich verliere auch meine Zusatz... Nee, tue ich nicht. Wie gesagt, gute Resistenzen, weniger Ki. Ich glaube, ich nehme es einfach mal. Ich denke, die Rüstung gleicht die Gesundheit aus. Und Ki... So stilvoll, wie es nur geht. Und Ki bin ich eigentlich zufrieden aktuell. Ich brauche da, glaube ich, gar nicht so viel. Aber ich sollte vielleicht meinen Charakter eben mal... Ich bin ja gelevelt. Eben mal irgendwo, irgendwie... Oh, warte, was? Oh, ich bin nicht gelevelt. Okay. Ich dachte nur... Wie dem auch sei, ich wollte Dinge tun, eigentlich. Ach, da ist der Schlüssel für. Siehst du, dann mache ich das erstmal noch. Hui. Dann mache ich erstmal das. Der Gleiter ist zwar cool, aber ist echt sehr schnell wieder aufgebaut, wenn man nicht sehr weit fliegen kann damit. Natürlich schade. Ja, was mache ich denn das hier? Da habe ich das auch geschafft. Dann ist die Quest auch beendet, die Questreihe. Das ist für mich in Ordnung. Und dann gehe ich aber wirklich, glaube ich, langsam wieder mal ins Gebiet zurück, wo ich eigentlich gerade herkomme, um die Roboterteile zu sammeln. Und vielleicht auch mal den ersten Weltboss zu töten. Ich bin ja wieder mal sehr langsam mit sowas. Ich bin sicher, andere werden schon längst durch mit dem Spiel. Oder zumindest mit dem einen oder anderen Weltboss. Habe ich ja alles noch nicht gemacht bisher. Die Musik ist gerade ein bisschen verstört, aber es ist cool. Da, 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 da. Klick! Tritt! Mach! Oh, da ist auch noch was. Moment. Hitzezonenanzug? Achso, es ist die da drüben Quest. Gar nicht die, wo ich gerade drin bin. Bin ich auch gewundert. Das kam mir so bekannt vor. Uah! Greif mal den Kleinen an. Aui! Gib dem Kleinen was. Ja, zumindest die Kleinen greifen den Großen an. Das ist auch in Ordnung. Der Große scheint unter dem Angriff hier unbeeindruckt zu sein. Und offenbar scheint mein kleiner Roboter dann Schaden zu machen, aber die trotzdem in diesem verwirrten Zustand zu lassen. Das ist auch völlig in Ordnung. Auf verschlossenste verschlossen. Verstehe. Verstehe vollkommen. Ja, geht doch. Hat ein bisschen Schaden gemacht jetzt hier, wa? Guter Mann. Aua. Klapp, klapp, klapp. Hacken und Schlitzen. Hacken und Schlitzen. Käferstein. Unbekannte Macht. Oh, das ist eine coole Kombination. Bam. Auf die Fresse, auf die Fresse. Und Bombenschlag. Bam. Bangarang. Bangarang. Bang, 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 bang. Coole Kombi tatsächlich. Ich mach erstmal diesen hier. Und danach drücke ich... jetzt geht's nicht mehr. Ja, geht doch eben auch. Komisch. Jetzt muss ich nochmal angreifen danach. Na gut, ist nicht so schlimm. Sind die alle down? Down, down, down. Ist ein völlig neues Land. Ja. Völlig neues und totes Land. Ob die Tür immer noch verschlossen ist jetzt? Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Wer sagt das? Nur noch ein paar Versuche. Ja, das ist mir auch klar. Mach bloß nichts falsch. Nein, nein. Läuft. Gut. Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Genau. Habe ich gleich gesagt. Ach, diese erlösende Musik danach. Toll. So, dann wollen wir das mal looten gehen. Ui. Klack, bumm. Perfekte Waffe, um sich Luft zu verschaffen. Ein Shatterskrieg Luxbeibohr. Oder so. Eine Schrotflinte. Ach, guck einer an. Jetzt haben wir diesen Typ Waffe auch freigeschaltet. Und ich guck mir direkt mal... Bist du ausgerüstet? Nee. Gleich mal an, was das hier... Ich meine, ich hab's nicht vorzunehmen. Wissen wir ja wahrscheinlich inzwischen. Oh, warte kurz. Tja, das hier. Nur weiter so. Ja, ja, klar doch. Crit-Chance bei 23. Sind ich inzwischen höher durch meine neue Rüstung? Dachte eigentlich. Guckt mir mal eben an, was das jetzt für allgemein. Also, wo? Was? Ist das hier alles neu?
So wie bei allgemein? War ich da vorhin nie drauf? Ach komm schon. Das muss ich doch gesehen haben. Fernangriff. Gucken wollte ich eigentlich. Phoenix, was? Ach, Basis. Was das jetzt Neues hier hat und so. Wie das für coole Animationen hat. Und, naja, ist nicht so doll und. Naja, das gleiche nochmal. Naja, Schrot wollte ich halt eh nicht haben. Klar, macht massiven Schaden und so, haben wir gesehen, war auch eher zu erwarten, aber meine Güte. Was ist denn das hier?